Herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels des Karlsruher SC bei Darmstadt 98. Endstand 2:1 für Darmstadt 98, die damit ihre Tabellenführung ausbauten. Der KSC holte trotz einer starken Auswärtsleistung keine Punkte und geht mit einer Niederlage aus einer guten Leistung heraus von Darmstadt zurück. Sehr bitter. Denn schließlich hätte man mindestens einen Punkt verdient gehabt, vielleicht sogar drei. Die erste Halbzeit begann gut für den Karlsruher SC. Fabian Schleuder erzielte bereits nach 11. Minute das 0:1 für den Karlsruher SC. 28. Minute war es der Darmstadter Manu, der das 1:1 für Darmstadt erzielt. Danach war es ein relativ ausgeglichenes Spiel. Zweite Hälfte war es Tietz für Darmstadt, der bereits in der 51. Minute das 2:1 erzielte. Danach rannte der KSC an, hatte teilweise richtig gute Chancen durch Giertu, Heise und nochmal Rossmann kurz vor Schluss. Jedoch schaffte man es nicht mehr, den Ball ins Tor zu bringen. Somit verlor der Karlsruher SC das Spiel und fährt mit 0 Punkten aus Darmstadt nach Hause. Und das ist das Schade, denn schließlich hätte man sich mindestens einen Punkt verdient gehabt. Trotzdem kann der Karlsruher SC viel mitnehmen aus dem Spiel und sich auf eine stärkere Leistung durchaus aufbauen und positiv gestärkt ins nächste Spiel gehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.